Hallo und herzlich willkommen zum weiteren Let's Play von Devil May Cry 4 mit Mission 3. Mein Name ist Necro. Und dann wollen wir mal anfangen, wieder mit Nero natürlich. Kein Anfangsvideo? Okay. Und Power-Ups werden wir jetzt erstmal aufwerten. Levelbringer, wunderschön. Das finde ich ein wunderschönes, also die Reichweite des Levelbringer, also dieses Heranziehen wird, ja, finde ich wunderschön. Also das ist, ja, das brauchen wir noch auf jeden Fall und dann nehmen wir jetzt noch. Ja, einfach um schneller durch zu laufen. So, Objekte werden wir uns mit ein paar grünen Kügelchen ausstatten. Und dann machen wir los. So, dann laufen wir durch. Oh, Kinder! Durch Minen, Bergbauminen. Erstmal hier abziehen, denn diese wunderschöne große Kruste ist halt nicht mehr so gut, die wir natürlich immer alle brauchen. Man sieht, ich habe alle roten Kugeln, die ich bis jetzt. Ich habe schon fast wieder aufgelöst. Und da werden wir natürlich so weiter durchgehen. Wow, abgehört. Ich kenne Leute, die haben einige Probleme an dieser Stelle. Weil die Erfassung gar nicht funktioniert. Aber das ist eigentlich die schönste Stelle. Nein! Okay. Never mind. Hat niemand gesehen? Der ist hier. Hier hinten ist leider nichts, außer diese wunderschön fahrende Lore. Ich glaube, die fährt hier immer wieder durch. Ich habe hier noch nie drauf geachtet. So, hier weiter. Ja, ein Lebenskraftstern S. So. Hier hinten haben wir weiter wahrscheinlich etwas weiter gebaut. Faul die Bergleute. Das Tor von Schloss Fortuna. Das war ja klar, wir waren gerade noch in einer Stadt. Jetzt ist hier überall Schnee. Wir haben einfach mal die Polygone eingesackt. Und jetzt laufen wir durch den Schnee. Wunderschöner Schnee. Ich hasse Schnee nebenbei, also ich finde das extrem schlimm. Also ich mag Schnee überhaupt nicht. Aber es hat ja schon mal aufgehört zu stürmen. Wichtige Regel: alles, was kaputt haubar ist, sollte man kaputt hauen. Sind hier jetzt leider nur diese einzelnen Säulen.
gibt alles Punkte und Leben. Rote Kugel. Und damit. Ja. Also, für jemanden, der Schnee nicht leiden kann, sind solche Gegner natürlich jetzt wunderbar. Sie könnten diese Stabe spielen und das Stab heilen. Was ich schön finde, dass es bei diesen Gegnern natürlich eine neue Buff-Technik gibt. Ich bin dafür, diese Methode sollte man immer einsetzen können, auch gegen kleinen Interessen. Sind die deutlich effektiver und die ganzen anderen Spieler noch damit geschlossen als groß in dieser normale Schlag. Ich glaube, alle werden die jetzt einfach nicht kaputt machen, weil sie sehen schon, überall kommt gar nichts. Hier hinten kommt gar nichts. Sind doch noch ein paar. Aber lassen wir jetzt einfach stehen und gehen weiter. Brücke. Weg. Viel Weg. Seen you before. I'm new. Gloria. You're Nero, right? I've heard rumors. Hasn't everyone? Quite a few, in fact, and none too flattering. So, what's the deal? Where are they coming from? It's strange. No matter the number you kill, more will come. Then I'll leave that chore to you. I've got some personal slaying to take care of. I'll join with the others. We'll take care of them. May the Savior be with you on your journey. Savior. Bemerken, Nero
kann diese Kult offensichtlich nicht wirklich leiden. Ja, großer Unterschied zwischen den Unterschied, wie man merkt, wäre es eine amerikanische Firma gewesen, die dieses Spiel gemacht hätte, hätten wir bestimmt mitgekriegt oder deutlich gesehen, dass die Gloria während des Kampfes Unterricht trägt. Da es ein japanisches Spiel ist, bin ich sehr unschlüssig. Aber diese Frage lasse ich jetzt einfach auf dem Raum stehen. Stühle kaputt machen. Es gibt viele Punkte. Schöne, viele rote Punkte. Gut, jetzt kann ich mal was machen. So. Und hier. Bin mir ganz ehrlich, immer wenn ich in diesem Schloss bin, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, was ich gerade mache überhaupt. Weil es gibt ja mehr Missionen in diesem Schloss. Und ich frage mich, ich komme dann immer durcheinander, welche Reihenfolge man gerade machen muss. Also, ich könnte akzeptieren, dass ich nicht ein wenig im Weg irre und damit. Aber jetzt sehe ich, glaube ich, weiß, was ich machen muss. Hinten sind noch ein paar, aber die probieren wir jetzt einfach mal dezent. Ja, ich glaube, wir sind richtig. Ich habe jetzt die Videosequenz mal abgebrochen, einfach weil es war wirklich nur, dass dieses rote Netz weg war. Ja, wir sehen, wir haben nicht die Kraft, so das Ding zu zerstören. Hier gibt es einen ganz deutlichen Unterschied in den Schwierigkeitsstufen. Und jetzt immer, wenn wir herunterfallen, werden wir erneut mit Gegnern konfrontiert. Also ich kann ganz ehrlich sagen, auf Max hat Chance gespielt. Man muss sich wirklich nur dran erfangen, auf Menschen, man auf Teufel wieder drin gerade gesehen hat, passieren diverse Tricksereien dabei, also den Kugeln bewegen sich oder verschwinden und so weiter. So, machen wir weiter. Wieder hier hoch rennen. Nur die ganze Prozedur von vorne, bis wir es geschafft haben.
springen. Springen. Abwarten. Schon wieder. Ich glaube, wenn es so weitergeht, muss ich sogar die Kundeskugel hier abnehmen, weil das würde ich sogar eventuell schneiden. Also das ich möchte euch nicht an die Kundeskugel testen. Das ist natürlich im Sinn und Zweck der Sache. Ah, mein Witz. Noch ist nicht ganz bald. Ah. Ja, also in vielen Fällen kriegt man, wenn man wenig Leben hat, dann plötzlich von Gegnern grüne kleine Kugeln, die uns Lebenskraft wiedergeben und uns heilen, damit wir doch noch eine Chance haben, irgendwie zu überleben. Und rüber. Und wieder rüber. Und kurz abwarten. Geschafft. So. Ach, wir haben sie gekriegt. Wunderschön. War hier irgendwas in Stimmung? Nee. In den meisten Fällen hat man vor einem Bosskampf immer, absolut immer, die Möglichkeit, nochmal sich volles Leben zu holen. Ah. So. Hier kommt man nicht durch. Das heißt, wir müssen hier aus. Ah, ich glaube. Weiß es wieder? Wir werden jetzt ja einfach mal die Gegner überspringen. Es sind zwar rote Kugeln und so, aber wir werden jetzt einfach mal die beiden Kollegen hier überlassen. Laufen, laufen, laufen. So, wir haben einen wunderschönen Wasserfall. Sieht man jetzt nicht. Moment. Wenn ich recht bin. Nee, das ist eine Figur. Dann können wir nicht aktivieren. Wie gesagt, wir können wirklich immer nur. Es gibt blaue und rote. Die roten sind für Dante und die blauen sind für Nero. Diese Statuen. So, wir sind ja einfach durch. So, und wir haben hier ein blauer Kreisel. Blauer Kreisel heißt ein Geheimnis. Das ganze blaue Feld, wo wir nicht durch konnten, wurde deaktiviert. Wir können jetzt hier wieder durch. Wo sind wir jetzt? Ah, in der Galerie. Okay. Ja. Rotes Netz. Gegner vorn. Ah, doch keine roten Kugeln, keine grünen Kugeln. Unsere Mission. Wir haben doch noch was gefunden, was uns am Leben hält. Das ist natürlich sehr erfreulich, denn es gibt natürlich immer Punktabzüge, wenn man Objekte einsetzt. Also verschiedene Lebenskraft, Stärke, Weihwasser, Continuous, also Continuous sind dann, da braucht man keine Kugel, keine, also wenn man mit goldenen Kugeln spielt, braucht man für Continuous keine Kugel.
Continuous heißt, dass man am letzten Speicherpunkt, das ist in meisten Fällen eine letzte Götterstatue, weitermacht. Und dann gibt es natürlich noch die goldenen Kugeln, die einen direkt wiederbeleben. So, wir haben hier eine goldene Statue. Goldene Statuen heißen in meisten Fällen. Didn't figure this guy for a bookworm. That's one way to get yourself shot. So, you after this guy too, or just here to catch some demons? Silent type, huh? Now that's annoying. Watch your friendly banter. You wanna fight? Come on. Und ein neuer Gegner. Wie gesagt, Götterstatuen sind in meisten Fällen Hinweise auf eigentlich oft Bosskämpfe. Diese Typen hier sehe ich nicht wirklich als Bosse an, da sie, ja, es sind normale Gegner. Kriegt man auch später vermittelt, wenn man von den Wobei, aber es ist wieder ein neuer Gegner-Tipp, neue Gegner-Tipp sind wunderschön. Es ist der erste schwere Gegner-Tipp. Das heißt, den können wir nicht dann unter Wand schicken, an den ziehen wir uns selbst heran. Und beachtenswert auch noch an ihm, wenn er sein Schild erhoben hat, kann er damit blocken. Und wir haben ja gesehen, the Order's armor. That's not a good sign. So. Und wir haben gesehen, er kann dann so eine Konterattacke ausführen. Das kann zum Hängnis werden, wenn man es nicht ordentlich ausweicht. Und was ist das? Anima Mercery. Eine künstliche Seele, die durch Alchemie hergestellt wurde, auch dem lieblosen Leben ein. Und damit haben wir diese Mission beendet. Ich hoffe, es hat gefallen. Und auf die nächste Folge muss man leider ein wenig warten. Ich habe, wie auf unserer Website abgekündigt, derzeit das Problem, dass ich bald wieder in die Berufsschule fahre und damit erstmal nicht hochladen kann, aber ich wünsche trotzdem viel Spaß und werde so bald wie möglich wieder die nächste Folge aufnehmen und hochladen. Und dann wünsche ich noch eine wunderschöne Zeit.